Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 6. Habe ich noch was einstecken? Ja, noch ein bisschen. Hier hat sich ein bisschen was geändert. Wir haben viel weniger Biokraftstoff. Der ist fort. Nein, natürlich nicht umsonst. Wir haben ein bisschen weniger Munition und von allem ein bisschen weniger Munition. Ich habe mal mir erdreistet, uns ein paar Sachen hier herbeizufarmen. Hier ist er noch. Aaron? Wieso baut der hier? Achso, da habe ich bestimmt irgendwas rausgenommen. Der hatte ich hier reingelegt und dann. Ja, so, genau. Dann können wir schon mal hier wieder reingehen. Mach mal Jetpack bitte an. Und es ist nicht allzu viel, aber so viel Zeit hatte ich jetzt auch nicht. Vorzufarmen. Ich hoffe mal, da macht er noch ein paar. Das sieht jetzt endlich mal gut aus. Ich habe eine ganze Nacht über durchgefarmt. Also da verschwindet jetzt der Mond, da kommt die Sonne. Wir können beginnen mit allem, was wir möchten. Ich möchte jetzt erstmal hier auffüllen. Nee, nicht verwalten, auffüllen. Jawoll! Endlich haben wir das auch. Wie viele habe ich noch? 25. Sieht gut aus. Die behalten wir auch. Ich hätte gedacht, dass noch irgendwelche Quests auftauchen. Aber das sah jetzt nicht so aus mit dem Tutorial. Wo war es denn hin? Nein, PDA. Genau hier. Hier sehen wir sämtliche Quests, die wir gemacht haben. Kapitel 1, das Robinson-Protokoll. Ich hätte mir gewünscht, dass es jetzt weitergeht mit den ganz wichtigen Sachen, wie zum Beispiel die Technikbäume. Wir haben ja hier die oder das Sturmgewehr bekommen, die Waffe, das Sturmgewehr. Und du weißt ja normalerweise gar nicht, woher das kriegst. Und zwar hier Weapons und dann scrollst du runter und dann siehst du hier unten Sturmgewehr. Und erst wenn du Sturmgewehr freischalten gedrückt hast oder doppelt gedrückt hast, kannst du es am Konstruktor auch bauen. Und dementsprechend auch erst die Munition. Ob wir sie jetzt hier an dem kleinen Konstruktor bauen dürfen, weiß ich nicht. Gucke ich nach. Jawoll! Kümmer! Da können wir uns ja schon mal ausrüsten. Das heißt, ich brauche Metallstücke. Die gibt es dann hier oben. Da brauchen wir 5 Eisenbahnen für Output. 10 Stück. Okay. Die baust du dann gleich mal danach. Das sind 50, 500. Magnesium haben wir da. Jawohl. 50 sind 250. Ja, könnten wir dann. Output Count 25. Ne, das lohnt sich doch. Da können wir uns mal gleich entdecken. Dann baller ich zuerst die Kaliber Punkt 50 raus, damit wir dann umschwenken können. Na, je nachdem, wie schwer es ist. So, weiter geht's. Technikbäume. Es gibt natürlich schöne Waffen. Sturmgewehr T2. Gewehr-Upgrade-Bausatz. Wo kriege ich denn den schon wieder her? Leichte Rüstung. Was kostet die? 2 Punkte. Gib mal her. Sprengstoff will ich auch haben. Gib mal her. Scharfschützengewehr möchte ich auch haben. Gib mal her. Oh, Manu. Das sind aber schon 8 Punkte. Ne. Moment. Erstmal die wichtigen Sachen. Wir gucken von vorne nach hinten. Nein, von hinten nach vorne. Weapons. Da spielen wir später rum. Da haben wir jetzt erstmal was Gutes. Apropos, kann ich hier schon die Rüstung bauen? Ich habe die noch nie gebaut. Ich habe in dem Punkt wirklich absolut keine Ahnung. Die ist ja jetzt erst neu. Forderung. Also hier sehe ich noch keine Rüstung. Es gibt natürlich aber auch Rüstungsständer. Vielleicht könnte ich die erst dort bauen. Und das dahinter haben wir jetzt schon mal wieder genügend Kraftstoff. Zellen! Die werden auch hier unten gebraucht. Bevor ich es vergesse, muss ich da gleich hinrennen. Und. Wo ist das ganze Zeug hin? Alles neu gesporen, da Haufen Mobs! Ich sagte noch so aus Spaß, ne? Mit, ich tot. Das war gar nicht mal so. Die sind friedlich da drüben. Was hier an Gubbel-Gubbel rumgerannt ist, alter Schwede. Und was die für Töne waren. Ihr könnt euch drauf freuen. Echt.
Gänsehaut ist ein Scheißdreck dagegen. Oh, Scheiße, fuck. Aber hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Wird euch genauso Spaß machen, dann zu gucken. Aber sinnloses Erzgefarme und von A nach B laufen, das muss ich nun wirklich nicht aufnehmen. Das können wir uns sparen. Vielleicht sind wir ja auch den einen oder anderen Tag sogar wieder. Ich wundere jetzt, wo die alle hin sind. Da die Raptoren, das kennt ihr ja, ist auch neu. Da hinten ist noch ein großes Trike. Ja, dann rennen wir wieder zurück. Ich bin schon wieder nur am Hin- und Herlaufen. Alles aufsaugen, aufsammeln, Kopf runter, looten. Mann, ist das Schlimme mit mir. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Wollte ich wieder was fressen? Stimmt. Kann ich ja mal als Ausrede nutzen. Hier kann man auch noch was sinnlos rumliegen. Mit den Technikbullen wollten wir weitermachen. Wir waren bei den Weapons. Dann gehen wir zu den Tools. Multiwerkzeug T1 brauchen wir definitiv. Können wir sicher auch hier schon bauen. Dann muss ich das gleich mal mit anladen. Hier hätten wir es. Mit Metallkomponenten 4 Stück. Elektronik und Kabel. Ich will hier jetzt einfach nur mal richtig. Verstehst du? So, dann wird das Zeugs hier reingeschmissen. Dann kannst du hier mal 250, 500 bauen. Stoben wir nicht. Wenn alles fertig ist mit den Kabeln, baust du mir mal das. Kraftstoff-Promethium-Zelle. Ach, da war ja was. Das stimmt. Dann baust du mir nochmal 20 davon. Damit du mir dann Output 3. Boah, wie hoch war das Deck? 20, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir können dann in der Zeit erstmal weiter gucken. So, das hast du hier. Hier sieht es erstmal gut aus. Tab, Technik bauen. Das sollte dann erstmal alles angelagert sein. Dafür müssen wir Level 12 werden. Bohrer T2 lernen wir gleich, der ist auch wichtig. Da gebe ich auch gerne die 10 Punkte aus. Und wir brauchen dafür aber erweiterte CPU und dafür brauchten wir Neodymium, dass es nur auf dem Mond gibt oder wir hier looten können. Erweiterte CPU kann ich an dem hier noch gar nicht bauen, ne? Nein, dafür brauchen wir dann den Konstruktor, müssen wir uns eine eigene Basis bauen oder den dann direkt hier in die Basis flanschen. Aber soweit möchte ich die auch nicht missbrauchen. Allerdings können wir unsere Basis dann auch hier vorne hinballern. Da habe ich gar kein Problem damit. Was ich jetzt gerne hätte, wäre etwas Fliegendes. Was wir natürlich selber bauen. Und dafür holen wir uns vorher noch die restlichen Tools, was wir noch brauchen. Aus den Technikbäumen sozusagen tragbares Arbeitslicht. Ganz wichtig für mich, wenn ich alleine bin unterwegs farmen. Das würde ich mir jetzt gerne auch mal bauen. Geht hier auch nicht, oder was? Nicht mal das kann ich hier bauen. Okay. Dann wird das ja jetzt richtig lustig. Müssen wir so schnell wie möglich dann die Basis bauen. Aber von der Basis kommt mal wieder Technikbaum. Mist. Was brauchen wir denn da? Nicht, dass der kaputt geht. Was geht nicht mehr mit Doppelklick? Freischalten. Freischalten. Munitionskiste klein. Freischalten. Brauchen wir Wasserstoff nicht. Munitionskiste groß. Großes Raumschiffbasis brauchen wir nicht. Munitionskiste klein ist für alle. Einen Hoover möchte ich mir nicht bauen. Ich brauche ein fliegendes Cockpit. Hör auf zu lachen, ich meine das ernst. Das reicht vollkommen aus. Da kannst du erstmal Ressourcen sparen. RCS brauchen wir, damit wir drehen können. Schubdüse brauchen wir, damit wir vorwärts kommen. Scheinwerfer brauchen wir nicht. Ach doch, komm.
Licht brauche ich garantiert nicht. Generator brauche ich, sonst habe ich keinen Strom. Treibstofftank, sonst nützt mir der Generator nichts. Sauerstofftank, sonst kriege ich keinen Sauerstoff. Sauerstoffstation. Minigun, na, nicht wichtig. Nimm erstmal ein Cockpit. Nimm mal einen Vorwerksblock. Ventilator kann ich mir nicht vorstellen. Dann müsste ich ja so ein offenes machen. Doch, kann ich mir vorstellen. Oh, das wäre geil. Oh, das wäre fett. Da können wir wieder so eine Spaßkugel bauen. Einzugsstation, KRBG. Keine Ahnung, was man damit macht. 7 Punkte habe ich. Fensterrollblöcke garantiert noch nicht. Das haben wir. Dann kann ich einen mobilen Konstruktor einbauen. Dann kann ich einen Kühlschrank einbauen. Dann kann ich auch bei Weapons die Schrotflinte, dann Sturmgewehr T2. Scharfschützengewehr, schon allein für ein Damage, 80 Damage auf eine Reichweite von 440. 40 Damage auf eine Reichweite von 360. Im Gegensatz hier zu 35 zu 280 und ja, ne, kannst du, glaube sogar zerlegen und einzeln schmeißen wäre sinnvoller. Naja gut, 140 Meter schmeiße ich jetzt noch nicht. Aber könnte vielleicht schon mehr Damage machen. Warte mal, nein, nicht hauen. Nicht hauen, das war doch alles nur Spaß. So, Misk-Munitionskiste groß braucht man nicht. Wir haben noch 49 Punkte. Wohin damit, wohin damit? Hoover-Wessel, nein. Nein, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Capital-Wessel brauchen wir noch nicht. Also Base-Basis, Capital-Wessel ist das große Raumschiff, Small-Wessel ist das kleine Raumschiff, Hoover-Wessel, ne, ist der Hoover. Hoover-Kissenboot sozusagen, Misk. Naja, die kleinen Sachen zwischendurch. Die Werkzeuge, die Waffen und Base. Sauerstoffstation wäre da vielleicht auch nicht schlecht. Offline-Schutz brauche ich nicht. Was ist denn das? Schwerkraftgenerator? Das brauchst du nur im Weltall. Hm, Aufzugsblock. Damit ich oben rauskomme. Boah. Brauche ich eigentlich auch nicht. Nahrungsmittelprozessor können wir dann endlich mal bauen. Kühlschrank T1 können wir gleich mit erfinden. Kanonengeschütz 1 können wir gleich mit erfinden. Raketenwerfergeschützen? Nö. Automatiktüren sind schon mal nicht schlecht. Anzugstation. Ah, hier Reparaturstation. Computer, Steuergerät, Elektronik, Metallkomponenten, Kabel, Motor, Rohre. Das klingt schon mal nicht schlecht und damit sind schon fast alle Punkte verteilt. Wir können anfangen. Jo, dann bauen wir. Wieso bin ich schon wieder hier? Weil ich wieder Tab drücke, ne? Wieso ist denn hier noch nicht fertig? Ach, Output. Sechs. Zack, zack, zack. Der ist doch schon fertig. Hier braucht man nichts mehr. Hier braucht man noch mehr Munition. Grundsätzlich immer noch mehr Munition. Stimmt sogar. 250 Stück könnten nicht schaden. Während ich hier dämlich rumsuche. Von drin brauchen wir hier auf jeden Fall den Kern. Den vergesse ich sonst. Und das werden wir da drinnen bestimmt auch brauchen. Das alles nicht. Das kommt schon bad. Doch. Habe ich hier noch was zu essen dabei? Ja, hier, das können wir dann hier hinpacken. Das habe ich nur in verschiedenen Stacks, weil es eine Verfallszeit hat. Und wenn ihr das übereinander staubhetzt, addiert sich dann auch die Verfallszeit und wird dann wieder runtergerechnet. Also, du hast eine Akua-Beere mit einer Verfallszeit von 8. Du hast eine andere Akua-Beere mit einer Verfallszeit von 20. 8 plus 20 sind 28 durch 2. Bist du bei 14, nicht? Das wird dann gemittelt sozusagen. Im Groben und Ganzen.
Bim, 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 bim. Was wollte ich jetzt? Das da. Das sind die Einzelteile. Dann sollten wir dann auch schon irgendwo mal genug haben. Aber das sieht jetzt im Moment nicht so aus. Wir müssen mal gucken. Kleines Raumschiff. Kann ich hier alles gar nicht bauen? Ist nicht wahr? Basisstarter. Geht los. Stahlblöcke. Dafür habe ich zu viel. Nee, mein Eisen hebe ich auf. Wir haben Gesteinsmehl. Dafür brauchen wir Zement. Ein Betonblock. Ein Zement. Heißt. Zwei Gesteinsmehl sind. Ein Zement. Das sind 350 Zement insgesamt. Warum mal während des hier? Wir suchen uns dann eine Stelle aus, wo wir den Basisstarter aufbauen. Hier schnupps mal rein. Wie viel haben wir hier? Kaputt. Betonblock zerstört, ja, ja. Obwohl, da kannst du dann schöne Ruinen bauen. Sieht garantiert nice aus. Betonblöcke, ein Zement. Naja, aber so übertrieben viel ist das gar nicht. Da kannst du hier mal ein paar hundert bauen. Kannst du eigentlich schon was anderes davon bauen, von dem Zeug, was ich brauche? Also früher gab es halt diese Quest. Bauen Konstruktor groß, einen Treibstofftank. Ein Generator. Was auch immer. Mensch. War das Musik? Ja, das war die Musik. Ja, dann. Haben wir hier noch irgendwas Schönes Grades? Bäh. So sieht's aus, wenn ich weitergrabe. Die Steine können wir dann wegballern. Das ist kein Problem. Boah, Spinnen. Super, was ich absolut noch gebraucht habe. So, dann haben wir hier erstmal den Basis-Grundstein. Und holen uns jetzt mal was vom Spaß. Alter. Lauf, Fuschi, lauf, lauf, lauf. Oh, hört ihr das am einen? Genau. Darf ich jetzt? Danke. Ui, 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 ui. Noch eine Spinne. Ich mag die mal wegmachen. Alter. Lauf! Lauf schnell! Yeah. Lauf schnell! Flieg weit! Wieso geben die keine Punkte? Sehe ich das hier? 6843, die geben nur Punkte nachts oder was? Ist erstmal egal. Ist auch nicht so schlimm. Wir haben einen Basisstab da. Ja, da können wir die beiden Dinger mal gegenüber mit benutzen. Ist sogar nicht mehr so schlecht. Haben wir gelootet. Gehen wir gleich mal reinessen. Das Fleisch bringe ich mal in Sicherheit. Hast du schon ein paar Blöcke gebaut? Nee, aber du fängst gleich an. Das ist schon mal top. So, da bringen wir das rein. Lauf! Da
Da hin. Das hat Verfallszeit. Das nicht. Das kommt hier. Das kommt da noch rein. Und Box groß. Ah, ich glaube, das Zeug verfällt. Aber. Nahrungsproduktion hat man nicht. Ich kann nur Salamis damit herstellen. Nee, das ist gefallen. Damit können wir dann neue. Hier, komm. Tomaten her damit. Und die Beta einsetzen. Da haben wir 12 Tomaten. Du kannst dann normalerweise mit Tomaten und rohem Fleisch und ein bisschen Metallzeugs. Kannst du dann basteln. Und mit den Konserven. Also. Tomatenfleischkonserven sozusagen. Lecker, 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 lecker. Oh, der hat hier schon. Der baut hier schon. Das ist schön. Dann packen wir mal das dahin und ich werde hier schon angeblickt. Der kann weiterbauen. Wir gucken das Ding an. Wir gehen da nicht mehr rein. Das sah hier draußen viel besser aus. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen und Zuschauen. Nächste Folge wird die Grundplatte hier drüben gebaut. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns dann in der nächsten Folge eventuell wieder zu Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 6.0. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!